Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Kolonie. Heute bauen wir wieder an unserer Asteroidenkolonie weiter mit unserer Avalon 4B, der 130-Tonnen-Variante und ein paar extra Treibstofftanks an der Seite. Die Nutzlastverkleidung dieses Mal ist ein bisschen kleiner, ja, nicht so groß wie beim letzten Mal mit der Raffinerie darin. Die ging ja wirklich hier durch die Decke durch. Dafür haben wir auch zwei gleichzeitig drin, nämlich zwei Erzbohrer, tatsächlich auch die größten, die wir bisher gebaut haben. Die erste Variation hatten wir auf dem Mond, die zweite auf dem Mars, die dritte auf dem Jupitermond Europa und dann ist das hier die vierte Variation für unseren eingefangenen Asteroiden. Damit hoffe ich, können wir eine ganze Menge Erze herausholen aus der Erde, beziehungsweise aus dem Gestein. Und dann können wir das in unseren Raffinerien zu Metallen und Treibstoff umwandeln. Und das wird dann unsere heutige Mission sein. Ja, wir bringen die einfach dorthin, lassen noch ein bisschen mehr Treibstoff da, füllen die Treibstofftanks dort auf und dann kehren wir wieder zurück. Also, genug geplaudert, los geht's.
haben wir es geschafft. Wir sind mit beiden Stufen erfolgreich gelandet. Wir sind 1,1% Treibstoff übrig. Und in der ersten Stufe sind es sogar noch 4,1. Die sammeln wir einfach mal ein. So, wir haben keinerlei besonderen Erfolge. Aber ziemlich oft sind wir hier auf der Oberfläche des Asteroiden quasi angedockt. Wie ihr sehen könnt, das geht hier ewig lang. Bei der ersten Stufe ist natürlich ein bisschen kürzer. Maximale Temperatur 366 Grad Celsius. Dann zoomen wir mal ein bisschen raus, gehen zum eingefangenen Asteroiden und ein bisschen näher dran. Da sollten wir jetzt die beiden neuen Erzbohrer haben. Die habe ich hier direkt nebeneinander gestellt. Die sind ein bisschen durch die Gegend gerutscht, könnte man sagen. Aber jetzt stehen sie hier auf jeden Fall. Ich glaube, ich sorge gleich noch dafür, dass da so eine kleine Lücke ist zwischen dem Fundament und den beiden Bohrern. Aber das war es dann auch fürs Erste. Keine Ahnung, warum hier die Stufenansicht da ist. Hier ist es nicht. Egal. Jedenfalls, das war's mit der Folge. Ja, wir bauen hier einen neuen Turm, gigantisch großen Turm mit diesen Treibstofftanks. Damit machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall was. Aber an sich, das war's fürs Erste. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!